Entschuldigen Sie, Herr Wichern. Ja, Herr Burkhardt. Könnten Sie uns, die wir hier neu sind, vielleicht zu Beginn einmal Ihren Ansatz in der Arbeit mit den Kindern beschreiben? Nur zu gern. Sehen Sie, meine Herren, der schulische Unterricht ist sicherlich wichtig. Aber darauf wollen und dürfen wir uns nicht beschränken. Ebenso wichtig ist die Erziehung im Glauben und die tägliche Arbeit. Damit wir sie gewinnen, die Kinder, denn es sind ja längst nicht mehr nur jung, müssen wir ihnen auch Geborgenheit geben. Aber wie soll die Schulbildung aussehen? Mhm. Was wollen wir vermitteln? Eine gute Frage, mein verehrter Burkhardt. Nun, wir wollen sowohl die musischen Neigungen fördern, als auch den Lernwillen der Schüler wecken. Vergessen Sie nicht, diese Kinder stammen aus erbärmlichsten Verhältnissen. Sie haben keinen eigenen Antrieb, kennen nur Sünde und Armut. Die Arbeit soll den Kindern nicht nur Berufserfahrungen verschaffen, sondern auch ihre soziale Kompetenz fördern. Also kann man sagen, die beiden Pole unseres gemeinsamen Lebens hier sind Gebet auf der einen Seite und Arbeit auf der anderen. Ja, das können Sie so sagen, ja. Wobei mir noch wichtig ist zu betonen, dass wir auch ein wenig Abwechslung brauchen. Ja, das stimmt. Na, ein wenig Spiele und Feierlichkeiten sollten wir uns auch gönnen. Mein Ziel ist es, aus den Jungen und Mädchen in unserer Obhut freie christliche Persönlichkeiten zu formen, die Frohsinn und christliche Zucht zu vereinen wissen. Sie sollen lebendige Glieder in Staat und Kirche werden. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Na, willst du wohl? Das hat man sowas schon gesehen. Das ist ein störrisches Ding. Was machen Sie da, Herr Wichern? Na, ich versuche, in diesen Holzkranz eine Kerze zu stecken, aber das Loch scheint mir dafür zu klein. Warum wollen Sie die Kerzen dort hineinstecken? Wir haben doch genügend Kerzenständer, oder nicht? Ja, wohl, das haben wir. Aber du weißt doch, dass bald die Adventszeit beginnt. Ja, warum? Na, ich dachte, dass es doch schön wäre, wenn wir die Zeit ein wenig feierlicher gestalten.